James, da sind Sie ja endlich. Kate ist verschwunden. Was? Sie ging zum Unterricht, aber die Lehrerin sagte, sie sei nicht erschienen. Mrs. Hudson! Sie ist los, um die Leute in der Gegend zu fragen. Oh je. Ich hoffe, sie ist bald zurück, Holmes. Ja. Können wir denn noch irgendetwas machen? Finden Sie Kate einfach nur. Na, super. Moment. Sherlock Holmes kommt eines Abends nach Hause, weil die jetzt das Bild hier zeigen. Dann würde ich sagen, dass wir mal zu der Nachbarin gehen. Die Frage ist jetzt nur, war die nicht oben? Kann man hier unten irgendwo hin? Abgeschlossen. Das heißt, ich muss wahrscheinlich nochmal über den Balkon einbrechen, oder? Die Leiter hier, die irritiert mich jetzt irgendwie. Kate, bist du hier? Nein, sie ist nicht da. Kate! Kann man denn hier irgendeinen Hinweis finden oder können wir direkt bei der Nachbarin einbrechen? Weil wenn jetzt schon dieses Bild da drin ist. Führen Sie eine Charakteranalyse durch, indem Sie sich auf die wichtigsten Details konzentrieren und folgern, was sie bedeuten. What? Welche Details? Ich habe hier keine. Kann ich hier? Kann ich auch nicht. Hä? Hallo? Ach so. Ah. Okay. Sie hat hier etwas geschrieben. Okay. Sie nahm ihr Tagebuch mit. Was will sie nur mit ihrem Koffer? Wahrscheinlich abhauen. Warum steht der Schrank offen? Oder die andere will mit ihr abhauen. Sie hat ihre Lieblingskleider mitgenommen. Kate hat gepackt und ist gegangen. Ich verstehe es nicht. Was war das? Das Geräusch kam aus Alice' Wohnung. Alice! Kate! Kate! Wo bist du? Sieht aus wie so ein... Ja, aber das hieß ja auch Fieberträume, oder? Was machen Sie denn aus? Sie ist es. Alice! Diese Schlange! Sie hat sie verwirrt! Was? Alice, so ist meine Tochter! Ihre Tochter? Sie haben keine Tochter, Mr. Holmes. Mein Gott, was haben Sie meiner Tochter angetan? Was Ihnen nie gelang, Sie glücklich gemacht. Es ist mir egal, was Sie denken. Wo ist Kate? Sie Narr, Sie nützen ihr nichts. Warum die Mühe? Oh. Holmes, aufhören! Ich werde sie zwingen. Nicht nötig. Nutzen Sie Ihre Fähigkeiten. Ich kümmere mich um Sie. Boah, wie der da hängt. Gesichtsausdruck wütend. Schwarzer Schleier, Trauerkleidung. Das? Zugfahrkarte? Okay. Weiße Spuren, hat Kreide benutzt? Damit ändern Sie gar nichts, Mr. Holmes. Was, Alice? Stand da gerade Alice Nebenzimmer suchen? Was für ein Nebenzimmer? Bei meinem letzten Besuch sah es hier irgendwie anders aus. Es fehlt hier irgendetwas. Wenn Sie die wählen Sie die Gegenstände aus, die bei Ihrem letzten Besuch noch hier waren, jetzt aber fehlen. Sie können bereits ausgewählte Gegenstände wieder abwählen.
Ist das euer Ernst? Woher soll ich das jetzt wissen? Also das Grimoire, meine ich, war letztes Mal nicht da. Oder? Kerzen beim Stuhl? Schwörungstisch? Keine Ahnung. Also er ist mir zumindest nicht aufgefallen. Der Schrank? Der Schrank war, meine ich, nicht da. Das war auf jeden Fall alles da. Standuhr. Also ich wissen, ob da eine Standuhr war. Der Rollstuhl war auf jeden Fall da. Der Spiegel weiß ich nicht. Die Wiege, glaube ich, ja. William Hamilton Porträt. Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt gar nicht. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Wie kann ich das denn jetzt wieder abwählen? Oder muss ich das... Also es kann sein... Grimoire... Ich weiß nicht, der Schrank? Ach so! Ah! Okay, die Wiege war auf jeden Fall beim letzten Mal nicht da. So. Das Porträt war nicht da. Und ich hatte recht, dass der Beschwörungstisch war nicht da. Und die Standuhr war wirklich nicht da. Das habe ich mir auch schon gedacht. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Wählen Sie die Gegenstände aus, die bei Ihrem letzten Besuch noch hier waren. Ach so, noch hier waren, jetzt aber fehlen. Doch, die Standuhr ist aber richtig. Das ist jetzt dazugekommen. Das ist jetzt nur offen. Mein... Ach, das ist um... Nee, doch, das ist umgestellt. Aber der Rollstuhl? Okay. Die Standuhr steht da hinten. Oh, das ist doch... Wollt ihr mich veräppeln? Okay. Dieses Beschwörungsding. Nee, der Rollstuhl steht jetzt da. Oh. Der ist also auch nicht richtig. Aber dieses Beschwörungsteil halt. Also hier der Beschwörungstisch. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Habe ich denn noch irgendwas ausgewählt? Das habe ich nicht ausgewählt. So, wir machen das jetzt mal alles der Reihenfolge nach. Also, die Standuhr, die war in der Vergangenheit hier, ist aber in der Gegenwart nach da hinten gestellt worden. So. Die Fenster waren zu, sind jetzt offen. Ist ja nichts Schlimmes dabei. Der Rollstuhl stand da, der steht jetzt da hinten in der Ecke. Habe ich auch nichts von angewählt oder so jetzt hier, ne? So, die Vase ist jetzt kaputt. Ja, soll man die Vase denn vielleicht auswählen? Aber die ist ja noch da. Die ist halt nur kaputt. So, die Wiege, die steht hinten in der Ecke. Hamiltons Porträt fehlt jetzt aber auch. Also das ist schon richtig. Kerzen beim Stuhl. Die Kerzen fehlen. Fehlen jetzt? Die fehlen jetzt komplett, ja. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig.
Doch, das ist richtig. So, das Grimoire ist jetzt weg. Wenn ich das richtig sehe. Es hat sie jetzt nirgendwo anders hingetan. Das heißt, das können wir auch noch wählen. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. So, Grimoire, Beschwörungstisch. Ansonsten ist hier doch überhaupt nichts mehr, was wir irgendwie... Der Schrank steht da hinten. Verstehe ich jetzt irgendwie nicht so richtig. Wählen Sie die Gegenstände aus, die bei Ihrem letzten Besuch noch hier waren. Was ist denn? Ach, der ist... der ist auch weg. Okay. Nein, meine Auswahl ist nicht richtig. Die ist nicht richtig. Habe ich denn irgendwas... Aber die Standuhr habe ich doch jetzt nicht angeklickt, ne? Nee. Was habe ich denn angeklickt? Ach, die Wiege habe ich noch. Das Porträt von Alices Vater, William Hamilton, und einige Sachen, die für eine Seance nötig sind, fehlen. Damit ändern Sie gar nichts, Mr. Holmes. Doch, das tun wir, indem wir jetzt einfach schlussfolgern, wo ich ja so mega gut drin bin. Oh Gott. Okay. Trauerkleidung, Fahrkarte. Okay, in dem Fall ist nicht allzu viel, was wir jetzt machen können. Familiengruft. Möglicherweise hat Alice heute Morgen auf dem Friedhof von Highgate die Gruft ihres Vaters William Hamilton besucht, wo sie eine spirituelle Seance abgehalten haben könnte, um Kontakt zu ihm aufzunehmen. Hat sie Kate etwa auch mitgenommen? Ah. Die Spur führt zum Friedhof. Watson, behalten Sie sie im Auge. Alice Nebenzimmer durchsuchen, abgeschlossen. Okay, kann ich denn direkt dahin reisen? Untersuchen Sie die Gruft. Aber wo ist die Gruft? Oder kommt die, wenn ich jetzt wieder rausgehe? Kann natürlich auch sein. Kate! Bist du hier? Okay. In der Mitte von... Hallo? Dickhäuter Feind. Opfer von Blei. Alice hat dieses Buch für das Ritual hierher gebracht. Das ist schön. Diese Kerzen brennen schon seit fast 3 Stunden. Hier wurde der Vater von Alice bestattet. Der ziemlich grausam aussieht, nebenbei bemerkt. 4 anderen. Gehe zum alten Friedhof. Und finde die Gruft. Ach so, gehe zum alten Friedhof und finde die Gruft. 4 anderen. Gehe zum alten Friedhof in der Mitte und finde von die Gruft. Dickhäuter Feind. Opfer von Blei. Gelehrter der Wege. Buddelnder Riese. Diese Wörter bilden alle einen einzigen Hinweis. Ja, das ist gut. Und welchen? Kate! Kate! Oh mein Gott! Das ist Alices Vater! Mumifiziert! Schlangennester, das hatten wir doch schon mal. Mitten im Schlangennest fand man traurigerweise das Skelett eines Kindes. Ja, das hatten wir schon mal. Texte auf dem Boden. Gehe zum alten Friedhof und finde die Gruft in der Mitte von 4 anderen. Opfer von Blei, Gelehrter der Wege, buddelnder Riese und Dickhäuterfeind.
Das ist Alice' Vater. Mumifiziert. Ja, so viel, so weit waren wir schon. Madame Destiny. Eine Laterne. Eine Karte der britischen Flüsse. Alice bewahrt die Sachen ihres Vaters hier auf. Selbst die Truhe von seinem Boot. Okay. Hier schläft Alice. Alice ist nicht nur seltsam, sie ist geisteskrank. Hoffentlich hat Kate das nicht gesehen. Das wäre aber doch ganz gut, wenn die das gesehen hätte, oder? Müssen wir jetzt hier wieder raus? Der alte Friedhof dürfte dann ja da hinten sein, oder? Kann man da direkt hinreisen? Nee. Aber das ist doch hier der Friedhof, oder nicht? Hier kann man doch nicht durch. Nee, hier kann man nicht durch. Hä? Moment. Ist das neu? Kates Tagebuch. Ich bin mit Alice auf dem Friedhof. Wir werden mit ihrem Vater sprechen. Die Zeremonie macht mir natürlich Angst, aber ich bin auch sehr gespannt. Ich sollte mich nicht fürchten, denn das, was noch geschehen wird, wird noch furchterregender sein. Sie ist so schön. Sie hat die Kerzen vorbereitet, das Porträt. Sie sieht so entspannt aus. Ich zittere am ganzen Körper und ich kann es nicht unterdrücken. Sie fängt an, sie ruft ihn, sie wendet sich nach innen und fängt an zu murmeln. Ich verstehe sie nicht, da sie in einer fremden Sprache redet. In beiden Händen hält sie Kreidestifte. Ich zittere und kann nichts dagegen tun. Ihre Augen sind vollkommen weiß. Sie bewegt sich ruck- und krampfartig, ganz wie jemand, der sich in Todesschmerzen windet. Sie sieht mich nicht, sie fängt an, als er zu sprechen. Es ist ganz schrecklich. Ich muss weinen. Mit ihren Kreidestiften kritzelte sie den ganzen Boden voll. Wo finden wir ihn, Vater? Dass ihr meinem armen Kind das alles zumutet. Verfluchtes Biest! Haben wir da eigentlich noch was zu lesen? Nee. Okay, Gruft finden, von der Alice gesprochen hat, stand da, glaube ich, gerade. Kommen wir denn jetzt? Ah, jetzt kommen wir endlich weiter. Haltet durch, Kate. Finden Sie die 4 Grüfte auf dem Friedhof, auf die sich die Nachricht von Alice bezieht und wählen Sie sie aus. Mit Ihrem Visualisierungstalent können Sie die ausgewählten Grüfte sehen. Okay, Alice Nachricht. Visualisierungstalent. Meine jetzt T damit? Opfer von Blei, Gelehrter der Wege. Ich muss mich an die Details über die Personen erinnern, die hier auf dem Friedhof begraben sind. Wurde in einem Duell erschossen aus London, Architekt. Opfer von Blei, wurde erschossen. Okay. Den nehmen wir also schon mal. Unbekannte Gruft. Okay, also entweder brauchen wir dann nur direkt daneben zu stehen. Ah, okay.
Er wurde von einem Elefanten getötet, spricht Arabisch, Forschungsreisender. Gelehrter der Wege, buddelnder Riese, Dickhäuterfeind. Naja, ob er ein Feind ist, weiß ich nicht, aber ich sag mal einfach. Gelehrter der Wege und buddelnder Riese. Die ist unbekannt. Wichtigsten Straßen. Gelehrter der Wege. Ja. Das würde passen. Dann haben wir jetzt noch den buddelnden Riesen. Gab seine Stellung auf. Oberster Richter. Englischer Anwalt. Ja, das klingt aber nicht nach einem buddelnden Riesen. Botaniker. Botaniker, okay, könnte natürlich mit Buddeln zu tun haben. Aber Buddeln nach Riese? Hatten wir, oder? Nee. Maler. War aber 2 Meter groß, Archäologe. Okay. Okay. Das heißt, es führt dann alles zu diesem einen Haus da. Was ist das denn mit dem F? Das würde ich auch gerne vorher nochmal benutzen. Das ist nur, um umzuschalten. Okay, ich habe schon verstanden. Komm, lauf. Wir müssen deine Nicht-Tochter retten. Also deine nicht-leibliche Tochter. Kate, mein liebes Kind. Ich weiß nicht, wann du das hier hören wirst, aber ich weiß, dass du eines Tages hier sein wirst. Mein Blut, mein Licht. Verdammt sei der Tag, da ich von dir gehen musste. Der Tod macht mir nichts aus, nur dass ich dich hier ließ, mit ihm. Holmes, Sherlock Holmes. Nun, du musst verstehen. Er ist ein ärgster Feind. Doch da er sich so gerne hinter der Maske seiner scheinbaren Moral versteckt, würde er dich nie töten. Holmes, Holmes, Holmes. Er hat dich sicher niemals verstanden. Das tut mir sehr leid. Ich hoffe, du weintest nicht so oft, weil du ihn zum Vater hattest. Womöglich hat er wegen dir geweint. Sei bitte nicht betrübt, mein Kind. Ich starb durch ihn. Aber jetzt kennst du endlich die Wahrheit. Du bist meine Tochter. Du musst ab jetzt mein Werk fortführen. Folge meinem Weg und werde die Herrin des Bösen, meine Kate, mein Fleisch. Vor den Augen von Holmes und der ganzen Welt, Kate Moriarty ist endlich da. Sie, Kate. Oh nein. Jetzt weiß sie alles. Aber warum musste sie es so erfahren?